Friedensnobelpreisträger Elie Wiesel ist tot. Der jüdische Schriftsteller starb im Alter von 87 Jahren in den USA. Wiesel hatte als Jugendlicher den Holocaust überlebt. Er schrieb mehr als 40 Bücher. Zu den bekanntesten zählt Die Nacht. Darin schildert Wiesel, was er im Vernichtungslager Auschwitz erlebte. Zeitlebens setzte er sich in Reden und Begegnungen für Frieden und Menschenrechte und gegen das Vergessen ein. Politiker weltweit würdigten sein Wirken. Elie Wiesel war einer der bekanntesten Überlebenden des Holocaust. Gestern starb der gebürtige Rumäne mit 87 Jahren in seiner Wohnung in New York City. Zusammen mit seiner Familie kam er als 15-Jähriger nach Auschwitz. Ein Mithäftling riet ihm, den Nazis zu sagen, er sei 18, dann sei er arbeitsfähig und könne vielleicht überleben. Später wurde er nach Buchenwald verlegt, wo sein Vater starb. Von dort ist dieses Foto überliefert. Elie Wiesel sagte später, als er es sich ansah, ich habe mich selbst nicht wiedererkannt. 2009 war er wieder in Buchenwald mit Bundeskanzlerin Merkel und US-Präsident Obama. Als Schriftsteller und Lehrer, wie er sich selbst sah, hieß sein Appell, lass so etwas nie wieder geschehen. Auch in Buchenwald sprach er mahnende Worte. Was könnte ich meinem Vater sagen, dass die Welt dazugelernt hat? Ich bin mir nicht so sicher. I am not so sure. 1986 bekam Elie Wiesel den Friedensnobelpreis und wurde immer mehr zum Gewissen Amerikas. Öfter sprach er auch vor der UNO. Deutschland ehrte ihn noch 2014 mit dem Bundesverdienstkreuz mit Stern. Sein Lebenswerk wird fortgeführt, aber auf die kräftige Stimme des Friedensstifters werden wir ab sofort verzichten müssen.